Ne, Natururin ist schon wieder dran. Wie im letzten Video berichtet, habe ich eine 10-Tageswanderung gemacht. Hier kommt Tag Nummer 1 der 10-Tageswanderung. An dem Tag bin ich diese Strecke gelaufen. Von Bremen über Achim nach Giersberg. Laut Aufzeichnung bin ich am ersten Tag 28,0 km gelaufen. An dem Tag habe ich das erste Mal allein im Wald gepennt mit Zelt, mit meinem Wurfzelt, wie man es am Ende dieses Videos sehen kann. So, jetzt Video Start kommt. Ich bin gerade aufgestanden. Es ist Viertel vor Scheiß 9. Ich habe gerade Wichsen gemacht. Und jetzt trinke ich meinen Scheißkaffee. Und fresse meine letzte Reste von Fressen von gestern. Heute habe ich Scheißeier, diese Scheißspiegelei gemacht. Und gestern habe ich Scheißnudeln, diese Scheißspaghetti. Und hier, wie heißt das Fressen nochmal? Hähnchenfleisch. Diese Nuggets. Jetzt zu gefressen. Ich hab aufgefressen. Ich hab mein Geburtstagswochenende vor mir. Da will ich eine Harztour starten. Und ich werde jetzt erstmal vorlaufen gleich. Von Bremen nach Soltau. Also wir haben heute Scheißmittwoch. Und ich werde wahrscheinlich bis Donnerstag brauchen, um nach Soltau zu kommen. Donnerstag ist voll cool Vatertag. Am Freitag mache ich einen Tag Pause. Und ab Samstag morgens fahren wir zum Harz. Und dann starten wir da ein paar Tage Harzer Hexenstieg. An meinem Geburtstag rumsaufen. So, ich werde jetzt euch meine Utensilien zeigen, was ich mitnehme. Mein Scheiß-Handy. Meine Kosmetiktasche. Meine Mini-Box. Mein MP3-Player. Ein Scheiß-Taschenmesser. Taschentücher zum Arschwaschen. Meine Kopflampe. Mein Feuerzeug. Akkuladekabel. Noch ein Akkuladekabel. Meine Scheiß-Powerbank. Tesafilm. Mein Scheiß-Rucksack. Ein Sack voll mit Klamotten. Mein Stuhl. Meine Ruhetasche. Mein Schlafsack. Und mein Scheiß-Wurfzelt. Prüfen wir ich das jetzt auf meiner Scheißrolltasche draufpacke und prüfen, wie schwer, wie scheiße das wird, das zu schleppen. Ach ja, meine Scheiß Straßenschuhe nehme ich auch mit. Wenn ich das eingepackt habe, dann noch mal Müll rausbringen und dann bin ich fertig. Ne, ich habe Scheißsachen eingepackt in meine Tasche. Meine Rolltasche, die sieht so aus. Voll unhandlich, aber prüfen, wie ich, ob das funktioniert, so, das die ganze Zeit so zu schleppen. Prüfen, welches Gewicht das hat. Scheiß Kilo. Darf nicht vergessen, dass ich gleich nochmal Bier kaufen muss. Oh, Scheiße. 11:30 schon, viel zu spät. Start kommt von Bremen nach Soltau laufen. Zugelaufen. Voll unhandlich und voll schwer. Im Gegensatz zum letzten Mal. Hab bei Kaufland 12 Bier gekauft. Und Scheißkerzen. Und all so ein Scheiß hier. Wie heißt das nochmal? Spanngurt. Und Scheißmüsli-Riegel. 2,5 km. Bier nur 2 aufgemacht. Drittes Scheißbier. Jetzt weiter zu gelaufen. 6,1 km gemacht. Bier Nummer 4 aufgemacht. Das ist aber ganz große Kurve, das hier die ganze Zeit zu schleppen. Weil das hat doppelte Gewicht vom letzten Mal. Aber gucken, wie viel ich schaffe. Ob ich vielleicht 2, 3 Tage brauche. 7 km. Ganz kurz hingesetzt und jetzt fünftes Scheißbier trinken. Jetzt weiter zu gelaufen. Ich muss pinkeln. Ne, Tunnel gefunden. Tunnel. Aber Sonne ist immer voll cool. Da müssen diese scheiß giftigen Dreckswolken mit vielleicht hier Urin von dieser voll coolen Natur weg. Bier trinken. Geprost. Das hier ist sechste Scheißbier. Jetzt zu getrinken. So, jetzt kann ich weiterlaufen, weil ich habe Bier getrunken. Scheiß-Batschin! Zugepinkelt! 10 km und ich habe mein siebtes Scheißbier aufgemacht. Jetzt weiter zu gelaufen. Ich habe jetzt gerade 11 km gemacht.
Und da steht drauf, 14 km von Bremen entfernt. Ich bin gerade in Ubhusen oder wie das heißt. Das ist zwischen Scheiß Bremen und hier Arschloch Achim. Bauernhofgeräte! Bauernhofgeräte! So, ich habe ein bisschen Scheißmusik angemacht. Und mein achtes oder neuntes Scheißbier aufgemacht. Jetzt weiter zu gelaufen. Nee, mal gucken, wo uns diese Scheißstraße hinführt. Ich bin an so einer Scheißkaidan gekurbelt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Vielleicht zwischen Ubhusen oder wie das heißt. Und Scheiß Arschloch Achim. Mal gucken, wo ich vielleicht zelten werde. Aber hier, das wäre perfekt gewesen eigentlich. Aber das ist noch zu früh, um zu zelten. Yeah! Ich hab diese Scheiße hier, mein Scheißkind, ausgezogen und hier rangehängt. Wegen voll cool Sonne und ich hab Oberkörper nackt. Das ist voll cool, ich mag das. Weil dann kommt Vitamin D3 reingescheppert. Lass noch mehr Bier trinken. Nee, ich war gerade bei Cola. Und das hier, das ist, glaube ich, mein 10. Scheißbier. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist mein 10. Scheißbier. Ich bin schon wieder besoffen. Jetzt weiter zu gelaufen. Ich bin immer noch nach ihm. Ich hab grad Döner gefressen. Ich hab 11. Scheißbier aufgemacht. Ich hab dieses Scheißschnitzen bekommen. Und mein Scheißschuh war wegen dieser Scheiße hier dran geratscht. Ich hab, glaube ich, mein 13. Scheißbier aufgemacht. Und ich bin immer noch in Achim. Und jetzt geht's weiter. Ich glaube, bei Sonnenuntergang, da schlage ich mein Wurfzelt auf. Ich habe mir schon wieder ein Bier aufgemacht. Und ich weiß nicht mehr, wie viel das war. Das ist voll Zucker, dass diese Scheißtasche schon wieder runtergefallen ist. Weil jedes Mal, wenn die runterfällt, das kostet voll viel Kraft, das wieder aufzuheben. Jetzt weiter zu gelaufen. Ne, ich hab scheiß 23 km gemacht. Und kleine scheiß Sitzpause. Und voll scheiße, dass diese Drecksonne gleich runterkommt. Aber genau hier an dieser Scheißstelle, bei diesem Scheißfeld. Und da hinten sind Gleisschienen. Da war ich beim letzten Mal schon einmal. Und ich weiß, dass da hinten voll cool Natur kommt. Und ich glaube, wenn diese Scheißsonne hier runtergeht, dann kann ich in diese Natur da hinten vielleicht pennen. Mit meinem Scheißzelt, was ich hier hab. Deshalb bin ich in dieser Tour nicht so schnell, weil das hier doppeltes Gewicht hat als beim letzten Mal. Und das geht richtig auf diese scheiß, meine scheiß Unterarme. Das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, also eine größere Herausforderung als wie beim letzten Mal. Da tun die Arme stärker weh als die Beine. Ich bin gerade dabei, diese scheiß Kürb hier Vanillekörtchen zu fressen. Ich glaube, dass ich dieser Weg hier vorne, den ich hier lang gelaufen bin, schon mal gelaufen bin. Und ich glaube, dass da hinten dieser Scheißweg auch ein Weg ist, wo ich gelaufen bin. Gehe ich mal diesen Scheißweg, um was Neues zu erfahren. Und meine Scheißrucksack ist so umgekippt. Scheiße, und da vorne läuft Auto. Ja, schon wieder Bier aufgemacht. Holzbaden! Holzbaden! Ich glaube, hier diesen Scheißweg habe ich schon mal gefunden gehabt. Da bin ich dann lang gelaufen. Hier, 26 km. Und scheiß Dukle kommt gleich. Und ich muss gleich mal hier einen Platz finden, wegen Zelt aufschlagen, bevor er zu Dukle wird. Und ich habe gerade eine Familie getroffen, wo ich gefragt habe, ob ich Scheißhaus benutzen kann. Und oh Scheiße, da ist irgendwas aufgeplatzt, so ein Scheißbier. Muss gucken, wie ist das Scheißbier, da sind Scheißscherben. So, das sind diese Biere, die aufgeplatzt sind. Ich muss jetzt diese Scheißscherben entfernen. Ich habe diese Scherben entfernt, aber hier ist ganz viel nass dran. Und jetzt muss ich diese Scheißbierreste von Bier hier reinmachen. Ich werde jetzt erstmal noch ein Bier trinken. Das ist geile, da sind nur zwei aufgeplatzt. Von meinem Scheißrest.
Oh Scheiße, es sind nicht nur zwei Flaschen, sondern drei Scheißflaschen geplatzt. Diese Scheißflasche ist auch noch kaputt. Das ist jetzt schon wieder Scheißmüll aufsammeln und irgendwo wegwerfen. So, keine Ahnung, wie viel das Bier, aber jetzt neues Bier trinken. Weil du Glückkorb langsam. Bin ich gerade dabei, so ein Wildzeltplatz zu suchen, damit ich mein Wurfzelt zum ersten Mal so richtig benutzen kann. Ja, das ist mein erstes Mal im Wald allein pennen. Oh, es wird immer dunkler und dunkler. Ich mach mein Zelt auf. Und ich habe hier eine ruhige Scheißecke gefunden, wo hier ein bisschen Feld dran ist. Und hier hinter ist komplett Wald. Nee, ich bin so Kurve im Kopf, dass ich glaube, dass ich hier vorne mein Scheißzelt aufbaue. Hier am Waldrand. I know you know where they are. Nee, das ist mein Zelt, was ich aufgebaut habe. Da bin ich auf jeden Fall voll gespannt drauf, was mich erwartet. Und das ist mein Scheißzelt, das ist voll cool, ich mag das. Ich habe hier diese scheiße Fenster und da vorne auch. Weil ich habe scheiße Handykamera. Und dieses Scheißfenster, da kann ich raussehen. Aber ihr nicht, weil meine Kamera scheiße ist. Deswegen will ich jetzt voraussichtlich sagen, bis nächsten Tag gekommen. Natur Urin sagt gute Nacht. Ne, das war Tag Nummer 1. Die erste Nacht allein im Zelt im Wald zu pennen fand ich nicht so schlimm, wegen weil ich da voll besoffen war, weil ich ganz viel Bier getrunken habe. Das war sogar total ruhig und wildtierfrei gewesen. Vielleicht weil ich neben Zelt Urin gemacht habe und Tiere das als Markierung sehen und da nicht hinlaufen dann zum Zelt. So eine Reviermarkierung, wie es zum Beispiel Katzen machen. So, beim nächsten Mal mache ich das Video von Tag 2 fertig. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer beschissener Natururin.